Dies ist eine Gleichung zweiten Grades mit einer Unbekannten und hier sind die Auflösungsformeln aufgelistet. Zuerst müssen wir die Werte von a, b und c sicherstellen. A ist die Vorzahl von x², also hier 49. B ist die Vorzahl von x, also hier minus 42. Vorsicht, nicht das Minus vergessen. Und c ist der unabhängige Term, also hier 9. Die Diskriminante Delta wird berechnet durch b² minus 4ac, also hier durch minus 42 im Quadrat minus 4 mal 49 mal 9. Und diese Differenz ergibt genau 0. Also sind wir im ersten Fall und die Gleichung hat eine einzige Lösung, die man berechnet durch minus b geteilt durch 2a. Hier also minus minus 42 geteilt durch 2 mal diese 49. Diesen Bruch kann man noch kürzen. Er ergibt 3 Siebtel. Und diese einzige Lösung stecken wir in die Lösungsmenge hinein. Und somit ist diese Übung beendet.